Zum Caritas 100 Jahre Geburtstag, herzliche Gratulation, Happy Birthday, tanti auguri. Manolo Canin ist der Leiter des Bruckner Chores der Wiener Sängerknaben. Die Glückwünsche der Musiker dürften wirklich von Herzen kommen, denn der Chor hat auf die Gage verzichtet. Ein Benefizkonzert also. Alle glauben als Institution, dass so eine Unterstützung, so eine Institution wie der Caritas sehr wichtig ist. Wir arbeiten mit den Kindern, also wir können nicht einfach ignorieren, wie wichtig ist dieses Sozialau-Projekt. Wir haben Kinder auf jeder Ecke der Welt, die kommen zu uns. Die machen nicht nur Musik, das hat zu tun mit den Menschen und das, genau dasselbe macht die Caritas. Sich um Menschen kümmern, besonders die Schwächeren nicht aus den Augen verlieren, das ist genau das, was die Caritas auch in Salzburg seit 100 Jahren macht. 100 Jahre, wir schauen hin und helfen, das bedeutet, dass wir diese ganze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis herauf in diese Zeit immer an der Seite jener Menschen stehen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, die in Not sind, die unsere Solidarität und Hilfe benötigen. Die Eintrittskarten für das Konzert in der Aula waren mit 60 Euro nicht gerade billig. Aber der Erlös geht 1:1, so wie bei der Caritas eben üblich, in Projekte für Arme. Es kann so schnell gehen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, irgendwelche anderen Themen oder Probleme, die ein Mensch bekommt, Scheidung, Konkurs von Unternehmer und sie stehen plötzlich auf der Straße und haben gar nichts. Man glaubt gar nichts, sie haben einen Unfall und dann auf einmal geht es ganz rasch bergab. Sie können die Miete nicht mehr bezahlen, sie haben kein Umfeld, das sie trägt. Und dann ist es wichtig, dass Solidarität in dieser Gesellschaft gibt und Zusammenhalt und diese Menschen sozusagen dann nicht einfach sich selbst überlassen werden. Die 26 jungen Sänger des Bruckner Chores präsentieren ungefähr ein Viertel der Wiener Sängerknaben insgesamt. Auch dieser Chor bereist die halbe Welt. Die Buben selbst stammen aus aller Herren Länder. Für einen unter ihnen aber ist das Salzburger Konzert ein Heimspiel. Ja, das ist ganz besonders für mich, vor meinen Verwandten und vor ganz vielen aus Salzburg zu singen. Ist man da besonders nervös? Ja, also ich war mehr nervös als vor anderen Konzerten. Obwohl du in der ganzen Welt schon aufgetreten bist? Ja. Was möchtest du mal später werden? Ich will Dirigent oder Tischtennisspieler werden. Wie passt denn das zusammen? Naja, also das eine, das Tischtennis spiele ich halt einfach gern und dirigieren wollte ich schon immer mal.